So, hallo und willkommen bei Let's Play Minecraft 1.17.1. Noch zumindest. Schauen wir mal unsere Dachfarm hier. Was hier mittlerweile, warte mal, ich poste das wieder an. Genau. Was hier mittlerweile passiert ist. Wir haben hier tatsächlich schon die erste Ernte eingefahren. What? Okay. Das fehlt ja noch, dass die Kühe hier auf den Feldern rumlaufen. So, mal gucken, wie viel. Das war's schon. Naja, dann machen wir mal die Rest dieser zweiten, jeder zweiten Reihe machen wir mal voll mit Weizen und dann versuchen wir, was übrig bleibt, mit Karotten zu füllen. Weil wenn man alternierende Reihen pflanzt, wächst alles schneller. Ich weiß nicht warum, das soll wahrscheinlich irgendwie Fruchtfolge simulieren. Okay, haben wir sogar noch was übrig. Vielleicht unten noch ein paar mehr Karotten pflanzen. Naja, sieben können wir noch pflanzen unten. Okay. So, wo ist die Treppe nach unten? Mal gucken, wie viel Zuckerrohr haben wir mittlerweile? Das ist ja auch mal 27. Okay. Warum hören wir das eigentlich nicht rollen hier? Es rollt doch, ne? Ja. Okay, irgendwie ist der Minecart stumm. Was ist da unten? Da unten liegt was. Ach so, das ist ein Fisch. Okay. Ein Fischli. Und dann können wir, glaube ich, auch ein bisschen von dem Zuckerrohr wieder abbauen. Bis unsere Farm so richtig anläuft hier.
So, versuchen wir mal das Loch dazu zu machen. Und vielleicht sollten wir hier für größere Terraforming arbeiten, weil das sieht alles ein bisschen trostlos aus, gerade auch das Gebiet, wo die Pilzkühe weiden, in Anführungszeichen. Vielleicht sollten wir ein bisschen Erde irgendwo holen. Ja, okay. So, dann diese beiden Löcher hier können wir dann zumachen, obwohl ein bisschen Erde haben wir ja hier. So, und am besten holen wir die Erde irgendwo in der Nähe von der Fabrik, damit die in der Zwischenzeit weiter Zuckerrohr produziert und wir außerdem hier mehr Rasen kriegen, weil so langsam geht's hier ans Eingemachte. Also das sieht alles schon sehr schick aus hier. Euch wird auffallen, dass dieser Rasen hier einen anderen Grünton hat als dieser Rasen. Das liegt daran, dass wir uns hier in einem Flussbiom befinden, beziehungsweise hier im Pilzbiom. Das sieht man auch einen subtilen Grünunterschied hier. Und hier in einem Mesa-Biom, darum ist das alles ein bisschen gelber eingefärbt. Das liegt daran, dass das hier halt ein trockenes Biom ist. Das ja, ist so in Minecraft. Okay. Haben wir eine Schaufel noch? Haben keine Schaufel mehr. Okay, vielleicht sollten wir eine Schaufel holen, bevor wir das hier machen. Und vielleicht sollten wir den ganzen Quatsch hier aus dem Inventar auch kriegen. Und möglicherweise könnten wir auch ein paar Kühe züchten noch in der Zwischenzeit, wenn wir sowieso das ganze Inventar voll mit Weizen haben. Eben schon alle Kühe weggelaufen sind. Da stirbt gerade wieder ein Krake. Okay. So. Oh Mann. Rein wieder. Sand war hier drin. Wieder ein Leder, können wir wieder einen Rahmen mehr machen. So, bald ist die Wand fertig. Ist das nicht großartig? Hier Papier, okay. Dann können wir, wenn wir da Papier reintun, können wir auch gleich die Karte und das Zuckerrohr hier mit reinpacken. So, und das ist ein Farbstoff, der kommt hier hin. Und dann brauchten wir eine Schaufel. So, machen wir keine Diamantschaufel, das ist ein bisschen over, wie sagt man, overtooled, overequipped, keine Ahnung. Okay. Ja. Wie gesagt, dass hier Pilzzeug drauf wächst, wird gelöscht, wenn wir mit dem Spaten das hier ausheben. Darum können wir das dann einfach als Rasen, beziehungsweise als zukünftige Rasenfläche
vor unser Haus pflanzen. Aber es wird schon wieder dunkel. Wir hören immer noch hier den Minecart nicht. Ich meine nicht, dass ich den unbedingt hören muss, aber es klingt dann immer so, als ob das nicht funktionieren würde, was wir da gebaut haben. So. Moment, ich muss eben mal kurz. So, weiter geht's. Dann gehen wir weiter raus zum Schaufeln. Ist die Frage, ob wir jetzt erst hier schaufeln. Machen wir erstmal den Sand weg. Oh, ein Enderman. Den darf man nicht ins Gesicht gucken. Dann wird er sauer und haut ein. So. Und was auch passieren kann, ist, dass er Blöcke klaut. Aber wenn man sich und die in Ruhe lässt, dann sind die harmlos. Okay. Sehr 64, okay. Wie viel haben wir noch? 19? Okay. Gehen wir einfach mal hier rum. Damit. Kann hier überall schon mal Gras hinwachsen, während ich noch mehr Erde hole. Ich weiß, das ist vielleicht kein besonders spannendes Gameplay, was ich hier gerade mache. Aber das ist halt Minecraft, das ist halt im Prinzip Lego bauen. Und ich finde, es hat was Entspannendes. Es ist ein bisschen, als hätte man seinen eigenen kleinen Zen-Garten. Oh, eine weitere ähnliche Ähnlichkeit zwischen einem Zen-Garten und Minecraft ist, dass wenn man quasi das Spiel neu anfängt, dann ist auch alles wieder weg, was man gebaut hat. Man kann wieder von vorne anfangen und sich lustige Strukturen ausdenken, die man unbedingt in die Welt stellen will. So. Mm-hmm.
Ja. Okay. So, wir brauchen eine neue Schaufel. Machen wir gleich drei. So, drei Schaufeln sollte reichen. So, zapp. Ah! Wollte die Tür zumachen, keine Fackel setzen. Hier genauso. Okay. So, das ist jetzt natürlich nicht schön, dass hier Stein rausguckt. Den müssen wir mal abtragen. Und dann dafür Erde reintun. Was ist das hier oben eigentlich? Wieso wird sowas generiert hier? Okay. Meine nicht, dass ich mich da groß dran störe. Was ist hier unten? Nichts. Okay. Bin Honig. Wir wollen ja nicht, dass der Pilz in der Luft hängt. So. Guti. So. Was ein Unterschied zu vorher, da. So.
Schon wieder dunkel. Ja, da fährt er wieder geräuschlos. Interessant. So. Oh ja, wir haben noch zwei Stacks davon, sehr gut. Können wir noch viel mehr anpassen hier. Okay. Nicht, dass die Kühe hier ins Loch fallen, das wollen wir nicht. Ja. Gut, da haben wir 22 von den Kobbelsteinen. So. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier alles dicht kriegen. Sollen ja nicht gleich reinfallen, weil dann kann ich da keinen Block legen. Darum muss ich das irgendwie sneaky an den Kühen vorbei machen hier. Ich weiß gar nicht, was die Kühe von mir wollen, weil ich habe gar keinen. Ich habe gar keinen Weizen dabei gerade. Also braucht ihr mich hier nicht belagern, Leute. So, haut mal ab, Kühe! Hey, ich habe überhaupt gar keinen Weizen dabei. Das heißt, ich kann ihn noch nicht mal weglocken. Das ist ein bisschen ungünstig. So. Nein! Jetzt ist es passiert. Okay.
Super toll. Nein! Quatsch. So. So, jetzt kann hier erstmal alles mit Gras vollwachsen und die restlichen Flecken, um die kann ich mich dann immer noch später kümmern, theoretisch. Ach was, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt komplett. Ich mach das jetzt fertig. Kuh! Ah! Ah, dann ist eine Kuh erwachsen geworden. Interessant. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich wieder züchten. Muss ich nur gleich... Ah. Muss ich nur gleich Weizen holen hier. So, fertig. Jetzt kann sich der Rasen in aller Ruhe ausbreiten. Ich hoffe, dass er hier durch die Mauer durchwächst. Ja, und hier hinten können wir dann gleich weitermachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So. So. Gucken, wie viel haben wir jetzt? 50. Wow, hat sich verdoppelt, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch gar nicht schlecht. Okay. Na gut, dann wollen wir noch mal ein paar Kühe züchten hier. Je eher wir das machen, desto schneller kommen wir und unser Leder. Wie gesagt, keine vegane Alternative existiert in diesem Spiel. Tut mir ja auch sehr leid, aber ist halt so. So, da Pilze. Und hier haben wir Farbstoff. So, ich glaube, das reicht. So, okay, das war dann, glaube ich, die wir versuchen, Erde überall hinzutun Folge, weil jetzt schon wieder eine halbe Stunde rum. Und darum sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Like das Video, schreib einen Kommentar, bladibla, bla 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 bla. Und bis dann. Ciao.